Okay. Wünscht mir Glück. Was war denn eigentlich? Oh. Deshalb sollte man Magie mitbringen. Oh, ihr seid ja witzig. Ja, ihr seht, eine Schildkröte mit drei Köpfen. Einer rot, einer blau und einer irgendwie anders eben. Und was soll man hier wohl machen? Ja, der blaue Kopf ist natürlich ein Eiskopf. Den sollte man mit Feuer bekämpfen. Wow, und der rote Kopf ist ein Feuerkopf. Und den sollte man dann eben mit Feuer bekämpfen. Ach, das Eis macht mir ja eh nichts aus. Da kann man übrigens dann drauf laufen. Gefährlicher ist auch, glaube ich, dieser Kopf in der Mitte, der einen angreifen kann. Ja, so wie gerade jetzt. Und das sieht man als Indikator quasi immer am Schwanz. Wenn der Schwanz sich schneller bewegt, also schneller als im Moment, dann ist gleich ein Angriff vom Kopf zu erwarten. Jetzt zum Beispiel. Na, zack, sag ich doch. Und der Kopf geht immer dorthin, wo ihr euch hin, wo ihr rumsteht. Also solltet ihr euch dann eben in Bewegung halten, wenn dieser Kopf auf euch losschießt, dann kann er euch nicht treffen. Ne? Schön, wunderbar. Zack, ist der Kopf jetzt bald mal tot? Also ich treffe das Ding doch dauernd. Ah, endlich tot. Das hat aber auch fast meine gesamte Magie gebraucht und ich habe nur zweimal vorbeigeschossen. Einmal am Anfang und einmal jetzt zum Schluss, weil ich eben, ja, keine Ahnung, weil ich eben, ja, weiß der Geier, was wollte ich sagen, weil ich zu schnell war. Ja, weil ich es nicht abwarten konnte. Verdammt, meine Magie ist leer. Kann ich das Vieh auch normal angreifen? Ja, kann ich. Okay, dann ist es nicht mal zwingend notwendig. Aber irgendwie klappt das mit dem Angreifen nicht so ganz, ne? Mal sehen. Wahrscheinlich nur, wenn er irgendwie einen Angriff starten will oder so. Also, wenn er gerade Feuer sprungen will. Vielleicht spuckt er ja nochmal. Das wäre jedenfalls ganz hilfreich. Ja, jetzt macht das natürlich. Ne, selbst dann kann ich ihn nicht treffen damit. Okay, dann brauche ich jetzt auf jeden Fall den blauen Trank, weil anders kann ich den Bossgegner hier nicht bekämpfen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht allzu viel daneben schieße, weil ansonsten muss ich mich tatsächlich bei diesem Gegner hier sterben lassen, um ihn besiegen zu können. Das wäre jetzt echt peinlich. Also ich meine, man sieht ja, dass ich dem Gegner offensichtlich völlig überlegen war. Zumindest bisher. Aber stirb. Aber ja gut, sehr gut, sehr gut. Oh, geil, Gott, ja. Weil wenn mir die Magie ausgegangen wäre, hätte ich ja nichts mehr machen können. Also gut, dass ich dieses blaue Elixier dabei hatte, auch wenn es eigentlich nicht nötig gewesen wäre. So, jetzt kommt natürlich der Rest, was noch verbleibt. Ja. Ja, mittleres Ding treffen, genau. Hatte ich also doch richtig in Erinnerung. Und wie ihr seht, dieses Ding kann sich frei bewegen. Interessant, dass das Eis nicht weggeht, muss man gerade feststellen. Das macht natürlich den Kampf nicht wesentlich einfacher. Und hab dein Schwert auf, ja, und bam. Ja, es ist ja immer noch so, dass eine Wirbelattacke doppelt so viel Schaden macht als ein normaler Treffer. Also ist es so einfacher, vor allem, weil ihr eben in jede Richtung schlagt damit. Also irgendwas trefft ihr zwangsläufig damit. Gut, dieses blöde Mistvieh ist auch erledigt und ich will mein Herz. Gib mir mein Herz. Achso, jetzt erscheint das Herz in der Mitte. Auch nur was Neues. Und ein Stein. Verdammt, ich habe nicht richtig gestanden. So ein Skandal. Gut, damit wäre auch dieser Gegner besiegt und ich brauche irgendwie jetzt einen neuen blauen Trank, weil irgendwie habe ich keine blauen Tränke mehr. Und wenn ich das richtig sehe, sollte ich mir auch mal einen grünen Trank zulegen, weil ihr seht, spätestens jetzt an dieser Stelle, Magie ist in dem Spiel verdammt wichtig. Man braucht sie immer wieder und hier den Boss hätte man ohne Magie nicht schaffen können. Also, es ist wirklich krass. Ich bin dir so dankbar, dass du den langen Weg gekommen bist, mich zu befreien. Das ist übrigens Zelda, nur um es gesagt zu haben. Du bist der Held der Legende, auf den wir gewartet haben. Das wusste ich gleich. Ganon befindet sich in seinem Turm auf dem Berg, geschützt durch einen magischen Riegel. Durch einen magischen Riegel? Meinst du nicht vielleicht durch ein magisches Siegel oder so? Egal, einen magischen Schokoriegel des Grauens, wow. Er ist bereit, schon bald durch das Tor zu schreiten, das die Welten verbindet. Ja, dazu wird es nicht mehr kommen. Hat Ganon Hyrule oder was auch immer erst einmal betreten, kann ihn wohl niemand mehr aufhalten. Doch, ich kann. Selbst dann. Du hast aber eine Chance, ihn aufzuspüren. Solange er in der Schattenwelt ist. Ja, wir wissen ja jetzt, du hast ja gerade gesagt, er ist in seinem Turm. Also warum aufspüren? Ich muss nur da rein und umhauen, oder? Nimm die Kristalle und mach dich auf zu Ganons Turm. Vertraue uns. Okay. Wir sieben werden unsere Kraft vereinen, um dir Zutritt zum Turm zu verschaffen. Gemeinsam mit dir werden wir diesem Land den Frieden wiederbringen. Nur Mut! Hast du alles verstanden? Ja, klar. Möge der Welt des... Wow, das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich mich bei dem Satz verspreche, oder? Möge der Weg des Helden zum Triforce führen! Ja, danke dir.
Gut, Lebensenergie wieder voll. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und jetzt sollte ich mich irgendwie mal ein bisschen umrüsten, also waffnungstechnisch. Ich könnte jetzt zwar direkt in den Turm rennen, aber ich glaube, das wäre jetzt ziemlicher Selbstmord. Muss nicht unbedingt sein. Also gehen wir jetzt erstmal nochmal zur Hexe. Die hat nämlich sicherlich wieder ein paar tolle Tränke, die sie uns verticken kann. Und da stehe ich jetzt drauf. Muss sein. Und es gibt, glaube ich, auch noch ein paar andere Sachen, die wir machen können mittlerweile. Und das muss ich mir einfach ansehen. Also ist durchaus möglich, dass ich jetzt irgendwas Sinnvolles machen könnte. Und wenn das der Fall ist, dann will ich das auch tun. Okay, einmal blaues Elixier. Dankeschön, dankeschön. Ich nehme noch ein grünes mit. Ich glaube, dafür entlasse ich einfach mal einen der Feen. Na, kommst du? Dankeschön. So, jetzt habe ich also alles. Ich habe einmal Magie auffüllen, einmal Leben auffüllen, einmal Magie und Leben auffüllen und einmal wiederbeleben. Das ist doch sehr vorteilhaft. Gut. Und wohin jetzt? Vogel, komm mal her. Du kannst mich mal ein bisschen durch die Gegend fliegen. Kürzester... Oh. Ja, kürzester Weg zum Schloss, die Nummer 4. Sehr gut. Ich glaube, das ist der kürzeste Weg, den ich im Moment habe, für das auszuprobieren, was ich eben ausprobieren möchte. Denn es gibt noch etwas zu tun und ich kann nur hoffen, dass ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dass ich das jetzt auf Anhieb gebacken kriege und, oh, ja, eben das erreiche, was ich erreichen möchte. Ich habe ja die ganze Zeit schon, was heißt die ganze Zeit? Nee, aber vorhin schon drüber philosophiert, ja, goldene Kappe, goldener Schild, fehlt irgendwie noch ein goldenes Schwert, ja, was wollte ich damit wohl sagen? Ja, man kann das Masterschwert tatsächlich noch ein zweites Mal verbessern, das ist erstaunlich, ne? Das Schwert, das angeblich als einziges die Macht hat, das Böse zu vernichten, kann tatsächlich mehrfach verbessert werden. Erst wird es von normalen Schmieden nochmal geschmiedet, also gehärtet, und dann kann man es irgendwie wohl nochmal verbessern. Und wie das Ganze geht, möchte ich euch jetzt zeigen, sofern ich überhaupt es euch zeigen kann. Also das hängt jetzt allein vom Spiel ab, ob ich das kann oder nicht. Und das finden wir dann jetzt eben raus. Also, willkommen zu Hause. Aha. Dann gehen wir doch mal rein in die gute Stube. Ja. Ihr seht Bomben und ihr seht, wow, eine Bombe. Vielen Dank, leg diese Bombe wo immer du willst. A-Knopf drücken. Nur nicht bei mir. Ja, leg sie wo du willst, aber nicht bei mir. Das ist gut. Ja, wir haben jetzt eine Riesenbombe, die uns hinterher dackelt. Oh, oder auch nicht, weil sie irgendwie nicht über Klippen springen kann. Nein, verdammt. Wie teuer war die jetzt? Die hat 100 Rubine gekostet oder so. Ich habe gerade 100 Rubine verpulvert. Verdammter Mist. Konnte ich ja nicht wissen, dass ich mit dem Ding nicht runterspringen kann. So ein Betrug. Also, wir müssen uns jetzt ganz langsam unseren Weg durchkämpfen, keine Ahnung. Hauptsache kämpfen eben. Ich weiß auch gar nicht, kann ich mit dem Ding, wenn ich es dabei habe, rennen oder nicht? Also die Pegasus-Stiefel benutzen oder nicht? Ich will es jetzt nicht riskieren, weil angenommen, es würde nicht funktionieren, die Pegasus-Stiefel zu benutzen, dann würde er ja die Bombe ablegen quasi, dort wo ich gerade anfange zu rennen, und dann wären wieder 100 Rubine im Eimer und... ich kann mir höchstens noch eine Bombe von dieser Sorte leisten und ich habe keine Lust darauf. Also ich will nicht so viel Knete dafür verschwenden. Und ich habe auch keine Lust dann irgendwann auf Rubinjagd zu gehen, weil ich keine Bomben mehr habe. Und mir keine Bomben mehr leisten kann. Also gucken wir jetzt, dass ich jetzt die Bombe an die richtige Stelle bringe. Ja, ich hätte das schon längst zeigen können, hätte aber keinen Sinn gemacht. Ja, ihr seht es hier, eine Wand und Risse in der Wand. Das ist schön, aber... also, schön gut, aber bringt uns nichts, weil normale Bomben hätten hier versagt. Diese Bombe hingegen... ah ja, okay, ich hätte nicht die Pegasus-Stiefel benutzen können, weil die benutze ich mit A und A aktiviert die Bombe. Okay. Ja, die Riesenbombe reicht dafür natürlich aus, für hier ein Loch reinzusprengen. Und wir finden einen Feenbrunnen. Unglaublich. Brunnen der Wunder. Wirf etwas hinein und Wunder werden geschehen. Wirst du es tun? Klar, ich werbe was. Und zwar... ja, fangen wir mal mit dem Bogen an. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Komm schon, zeig dich, du wunderbares Geschöpf der... oh mein Gott, der Hässlichkeit. Hast du das geworfen? Wenn ich mir dich so angucke, vielleicht besser nicht, aber ja. Du gefällst mir, mein Junge. Vor allem deine Ehrlichkeit. Das muss belohnt werden. Ja, also ich glaube, das ist die unpassendste Stimme für eine mutierte Fee, aber egal. Nimm diese Silberpfeile. Du wirst sie brauchen, um Ganon zu bezwingen. Wie ich aussehe? Ich weiß, früher war ich wirklich schön, aber heute... Ganon hat mich verunstaltet, um meinen Willen zu brechen. Deshalb vernichte ihn. Wow, die ist also auf Rache aus. Ihr erinnert euch, die große Fee, die in Feenbrunnen irgendwo unterwegs ist,
Ja, in dem Glücksbrunnen zum Beispiel, wo man Rubine reinwerfen konnte. Ja, die haben wir jetzt hier auch in etwas hässlicherer Form. Egal. Aha, die Silberpfeile. Mit denen gibst du Ganon den Rest. Das ist sehr interessant. Allerdings sind wir noch nicht bei Ganon. Und ich glaube, ich kann hier noch ein bisschen mehr reinwerfen als nur meinen Bogen. Ich hoffe es. ja, Brunnen der Wunder, wirf etwas hinein. Ja, ich werfe etwas. Was will ich reinwerfen? Ich will reinwerfen. Na, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hallo? Mein Schwert. Mein Schwert mit der Nummer 3. Mein drittes Schwert, quasi. Komm schon. Mach mich mächtig. Oder mach mein Schwert mächtig. Wenigstens etwas davon. Ja, ja, ich hab das reingeworfen. Ist okay. Wenigstens bist du ehrlich. Bla, bla, bla. Ich geb dir etwas Besseres. Da, 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 da. Du hast ein besseres Schwert bekommen. Spürst du die Macht dieser Klinge? Goldenes Schwert, goldene Mütze, goldener Schild. Wir sind perfekt. Haha. Ja, die beste Waffe, die wir in diesem Spiel jemals kriegen werden. Und ich habe sie jetzt nach langem Hin und Her endlich mal eingesammelt. Was, wofür ist eigentlich das Loch daneben? Und wie soll man da hinkommen? Fragen über Fragen. Das sagt mir jetzt echt nichts, aber... Naja, theoretisch sind wir ja auf Schloss Hyrule. Und vielleicht gibt es auf diesem Schloss irgendwo einen Weg, um dahin zu kommen. Aber andererseits macht das keinen Sinn. Ich kann mich nicht erinnern, dass in der Lichtwelt irgendwo ein Teleporter wäre, mit dem man dahin könnte. Ach, ja, okay. Ich weiß, wofür das Loch ist. Es fällt mir quasi gerade wieder ein, aber... Wird uns jetzt nicht weiter interessieren. Oh, hier stehe ich ungünstig. Zu viele Wachen. Stirb! Boah, hahaha. Spüre die Macht meines Schwertes. Wuhu. Goldschwert, Goldschwert, tralalala. Haha. So, damit dürfte das Spiel dann auch wieder ein Stückchen leichter werden. Also, ich weiß nicht, ab wann man dieses Schwert einsammeln kann. Tatsache ist, man braucht eben erstmal die große Bombe dafür. Und die konnten wir ja vorher nicht in dem Laden kaufen. Die konnten wir ja... Keine Ahnung, ab wann man die Bombe eben kaufen kann, aber... Verdammt, das Vieh steht jetzt natürlich voll im Weg. Komm, ich werde wieder lebendig, du blödes Vieh, bevor ich hier von den Felsen komplett erschlagen werde. Die ersten Bahn, genau, dankeschön. Ja, also, jetzt wo wir die große Bombe kaufen konnten, worauf ich ja gehofft hatte, war es jetzt auch kein Problem, dieses Schwert zu kriegen. Ja, wunderbare Sache. Und mit diesem Schwert dürften wir jetzt das Ganze hier ein bisschen leichter haben, hoffe ich mal. Ja, goldenes Schwert, das sieht so schön aus. Grüner Griff, aber goldenes Schwert. Ist nur schade, dass Link seine grünen Klamotten nicht mehr hat, aber angeblich ist ja diese blaue Rüstung stärker als die alte. Egal. Soll ich mir nochmal einen Fee holen? Nee, ich geh jetzt ohne. Das soll mir egal sein. Ich schaffe das auch so, ja, genau. Haha, ich brauche keine Heilung. Nein, nein, nein. Ich gehe jetzt in meinen Tod mit bester Stimmung. Ich glaube, ich könnte das Spiel heute noch durchspielen. Das ist gut, das ist gut. Ich bin echt verdammt glücklich. Ja, war ein langer Weg bis hierher und es haben ihn auch offensichtlich nicht allzu viele Leute durchgehalten. Also die Videos sind ja jetzt doch nicht so übermäßig beliebt. Und es war eure Wahl, möchte ich nur mal hinzugefügt haben, aber... Oh. Ach verdammt, stimmt, ich muss ja erstmal in die Schattenwelt. So wird das nichts. Ja, aber... mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das Spiel jetzt nochmal zu spielen und gut, es ist noch nicht vorbei, aber klar, dass wir uns jetzt dem Ende nähern. Ich meine, alle Waisen sind besiegt, Waisen sind besiegt, klar. Nee, alle Waisen sind befreit, selbst Zelda ist wieder frei, wenn man das so nennen kann. Sie ist zwar immer noch in einem Kristall eingesperrt, aber wenigstens nicht mehr in der Gewalt von Ganon, ja. Da ist eine Fee. Ich will die Fee. Dankeschön. Und da hinten ist immer noch dieses verdammte Herzteil, von dem ich mich nicht dran erinnern kann, wie man drankommt, also... Ja, man müsste hier in den Gängen rumirren, aber ich habe jetzt keine Lust, den ganzen Abend auf dem Todesberg rumzuturnen. Also, lass ich mal lieber bleiben. Gut, ja, Zelda ist befreit, also es bleibt nur noch übrig, Ganon zu besiegen und, das kann ja jetzt auch nicht mehr so eine große Sache sein, oder? Ich meine, wir haben uns jetzt innerhalb kürzester Zeit durch alle Dungeons, Tempel, Verliese, was auch immer in der Schattenwelt gekämpft und jetzt bleibt nur noch eines übrig und das ist, naja... Dieser große leuchtende Turm, der eben vor sich hingeleuchtet hat und sich reinlassen wollte. Mal sehen, ob ich das Vieh mit einem Schlag tot kriege. Nö. Wow, hätte ich nicht erwartet. Aber okay, die Viecher sind also auch immer noch extrem stabil. Ob ich sie mit einem Pfeil kaputt kriegen würde? Okay, ich drücke die ganze Zeit den falschen Knopf. Wo ist der Bogen? Hier ist der Bogen. Wunderbar. Wow, okay, die Silberpfeile scheinen sich als effektiv zu erweisen. Boah, es sieht so geil aus, dieser Leuchteffekt, aber naja, sehen wir mal, wie wir da reinkommen. Nix an, wir werden den Riegel an Ganons Turm mit vereinten Kräften aufbrechen. Den Riegel, den Siegel, das Siegel, keine Ahnung, was hat da jetzt eigentlich gestanden? Wahrscheinlich wieder den Riegel oder so. Egal.